Die Radio Hamburg Pokémans erklären Ihnen die Welt. Das Generation Suff-Pokémon. Gattung gehört zur Familie der Flatrate-Säufer-Pokémons. Mit Generation Suff-Pokémon bezeichnen wir traurigerweise unsere Jugend von heute. Der Alkohol wird offenbar zum ständigen Begleiter im Leben unserer Kids. Wie aber erkennen Sie, die Eltern, dass Gevatter Alkohol ihre Kinder bereits im Griff hat? Erste Anzeichen können sein, wenn die Kinder nur noch Donald-Duckstein-Hefte lesen und sie immer häufiger mit Mama und Grappa ansprechen. Auch wenn Captain Morgan Captain Igloo als Lieblingskapitän abgelöst hat, ist Vorsicht geboten. Eine Klassenreise nach Bordeaux muss nicht, kann aber ein erster Vorbote für erhöhten Alkoholkonsum der Kids sein. Genau wie wenn der beste Freund ein Flensburger ist oder das Lieblingseis Amaretto Erdbeer heißt. Wenn Ihre Tochter auf die Frage, ob sie schon einen Freund hat, mit "Nein, Grappa, ich bin noch Single Malt" antwortet, sollten auch hier die Alarmglocken schellen. Kontrollieren Sie öfter mal die Hausaufgaben. Ein Verb wird auch Tu-Wort genannt, nicht aber Tuborg. Sagen Sie den Teenies ganz deutlich, dass selbst in der Gesamtschule Kölsch als zweite Fremdsprache nicht angeboten wird. Im Politikunterricht wird fälschlicherweise immer wieder Kurt Becks als SPD-Vorsitzender genannt. Viele Kinder der Generation Suff nennen als Berufswunsch Jägermeister oder sie wollen Astronaut werden. Sagen Sie ihnen, dass man sich normalerweise in ihrem Alter an die Dinge erinnern kann, die am Vortag passiert sind. Und ein echtes Problem haben Sie, wenn Ihr Kind bereits mehrfach den Jugendwettbewerb Jugend säuft gewonnen hat.